Wussten Sie, dass Beethoven im Alter schwerhörig war? Er verwendete einen Stab, um sein Klavier zu hören. Der Stab leitete die Schallwellen vom Klavier über seine Zähne und Schädelknochen bis in sein Ohr. Clever, oder? Es ist sogar so clever, dass heutige Hörlösungen dieses Prinzip der Schallleitung noch immer nutzen. Erfahren Sie mehr über unsere Knochenleitungssysteme auf medell.com.